Was auch immer du da oben willst. Wo gehörst du denn hin? Zu dem Dreifamilienhaus. Ah. Finde ich jetzt interessant, dass die nach da oben wollte. Du kriegst dann lieber eine Tochter. Und du kriegst auch eine Tochter. Ja, wenn du kochen möchtest, dann... Geh bitte da unten hin. So, unsere ersten beiden Jungs sind schon mal da. Drei Jungs. Das heißt, es fehlen nur noch die Mädchen. Ja, ich habe so das Gefühl, ich bin ein bisschen zu nah an den Mayas dran. An den Impotheken. Von Tabaco. So, du bist erfahren und kannst trainiert werden, Bäcker. Das ist immer gut. Wo sind jetzt eigentlich meine Bauarbeiter? Da kommt der eine. Der andere. Sucht Weizen für die Goldmine. So, du solltest hoffentlich weiter Essen machen. Oh. Der Töpfer kann jetzt mal aufhören, Geschirr zu machen und lieber wieder Leben sammeln. Wir brauchen zwar nachher Geschirr für Gold, aber jetzt noch nicht so wirklich. Steinmetz liefert jetzt auch Stein aus, gut. Da wir jetzt einen kontinuierlichen Steinmetz haben, kann ich mir das auch leisten, die Straßen besser zu bauen. Also gerade die Verbindung. Das erste, was ich baue, ist eine Straße von hier oben. Hier runter zur Bäckerei. Damit die niemals wieder auf die Idee kommt, da oben nach Nahrung zu suchen. So, und wenn ich gerade dabei bin, auch jetzt zur Mühle rüber. Also stirbt die mir echt weg.
und ich will nicht unbedingt da noch eine Frau verlieren, weil sie versucht, da oben irgendwas zu finden, was sie hier unten auch findet. Das Haus hat Geschirr und Möbel. Oh, nebenbei. Wir haben sogar Holzüberschuss hier mittlerweile. So. Bier. Ah, stimmt ja, mit Steuerung kann ich 10er Schritte machen. Bier und Nahrung stelle ich mal auf 50. So, die drei sind erwachsen. Du bist Torkel. Du wirst unser Holzfäller. Du bist Otter, wirst unser Goldschmied. Und du wirst unser Eisenschmied. Also Goldschmelzer, Eisenschmelzer. Du bist Tischler, das ist gut. Das heißt, du darfst jetzt wieder den Holzfäller machen. Gut. Fangen wir mit Torkel an. Er muss erst Holzfäller werden. Und Werkzeugschneider. Du bist Otter. Du musst Lehmsammler werden. Und du musst Steinmetz werden. Und auf dich muss ich immer wieder ein Auge haben. Du bist erwachsen, Ingo, das ist gut. Goldmehl ist fertiggestellt. Du bist erfahren und kannst trainiert werden. Nee, halt, du musst nochmal zurück in die Schule. Eine Sache müssen wir ja hier noch bauen, nämlich eine Möbelwerkstatt. Nicht eine Möbelwerkstatt, einen Werkzeugschreiner. Und einen Speermacher. Holzfäller hat er gelernt. Du hast Lebenssammler gelernt, das heißt du wirst Eisenschiffer und ziehst hier ein. Du heiratest, wirst Goldsucher, ziehst hier ein. So, du das bei Holzfäller. Ziehst übrigens auch hier ein. Und du heiratest. Auch. Da ist alles gut erstmal. So. Werkzeugschreinerei. Und ein Speermacher. So, kümmern wir uns als nächstes noch um die Brauerei. Die wollte ich hier bauen. Und
und um das Zweifamilienhaus, das dazugehört. So, dann lassen wir mal unsere Wikinger fleißig bauen. Das wird nämlich jetzt eine Weile dauern, bis das alles gebaut ist. Und ja, es könnte schneller gehen, wenn ich einfach Leute umswitche in die richtigen... Also als Bauarbeiter umswitche, dass sie erstmal ihre eigenen Gebäude bauen, bevor sie da drin arbeiten. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt so viel Arbeitsintensivierung brauchen. Bogenschütze Stufe 3 auch noch hier oben. Gut, die Maya sind ein bisschen böse aufgestellt, muss ich sagen. Du kannst trainiert werden. Gold kommt rein, das ist gut. Eis schmelzt, ist auch bald fertig. Ich weiß nie, was sie da oben möchte. Wenigstens verfolgen sie nicht die ganze Zeit ins Dorf. Du bist ein Holzfäller. Also Holz ist ja schon mal kein Problem. Ah, sogar das Holz hier direkt vor dem Hauptlager ist weg. Könnte mir nur so vorkommen, aber ich glaube, der Fisch wird langsam weniger. Oh, Töpferei steht schon eine Weile leer. Wir haben aber jetzt genug Geschirr. Nehmen wir mal Geschirr. Auch noch ein. Ach ja, ich brauche da noch ein Dreifamilienhaus. Und eine Kaserne. Und ich hoffe mal wirklich, dass die Kasernenjungs dann... Ich werde die Kaserne wahrscheinlich hier hinbauen. In einem Dreifamilienhaus. Weil da kommt auch noch der Händler rein, der damit den Inuit handelt. Sigurd ist hungrig, dann soll er heimgehen und essen. Ich weiß, sie sind jetzt eine Weile schon draußen. An der Arbeit. So, du baust schon das zweite Zweifamilienhaus auf. Und
Und ja, eigentlich kann ich die Speermacherei, wenn die zwei oder drei Speere, die er so machen soll, fertig sind, gleich wieder einreißen. Weil die Speere brauche ich nicht unbedingt und das Holz, was dabei rauskommt, auch nicht.